Jo, ich bin's wieder, euer lieber Odo. Und wir sind zurück mit unserem Let's Play Pathfinder Kingmaker. Yay! Obst und Gemüse. Passt. Da sind noch mehr Sachen. Done and done. Okay. Hey, ein Blümchen. Eine Artificial Flower? Wir nehmen alles mit. Was ist das? Schokolade? Ja, Schokolade. Ja. Also für die Leute, die es letztens nicht gesehen haben, wir haben ein Camp der Technikliga gefunden, auseinandergenommen und zwei Leute befreit, die jetzt mit uns mitrennen. Nämlich Regongar und Octavia. Ein Halb-Ork und eine Halb-Elfe und ein Liebespaar. Ja, ich weiß, das klingt etwas strange. Aber so ist es. Mhm. So, Jeffel haben wir jetzt mal daheim lassen. Fürs Erste. Schauen wir mal, wie die zwei sich tun. Erfahrungsgemäß hält er relativ wenig aus im Kampf. Er ist ziemlich unfähig, was das betrifft. So, na, kommen wir mal da rauf. Schauen wir mal. Da ist eine Old Oak. Schauen wir mal, was bei der Old Oak ist. Entern wir mal. Mhm. Wir sollten außerdem zurück, weil wir haben schon relativ viel Gepäck. Schaut aber nicht nett aus hier. Ja. Man-Eater Troll. Schauen wir mal, was kann der. Humanoid 6 Ranger 2, echt jetzt? 104 Hit Points. Regeneration 5. Energy Acid and Fire. Muss sehr was. Das ist ein bisschen stärker als wir. Aber wir sind zu sechst. Incredibly sharp claws and amazing regenerative powers allowing them to recover from nearly any wounds. They are stopped fantastically ugly and astonishingly strong. They are stooped, not stopped. Idiot. Combined with their claws, their strength allows them to literally tear apart flesh to feed their voracious appetites. Hmm. Plus 6, die haben 2 Angriffe schon. Bist du irre? Sollen wir angreifen? Was hast du denn für Zauber? Ein Snowball? Hm, der ist gut. Acid Splash. Der verhindert, dass sie sich regenerieren können. Sollen wir das angreifen? Wie viele Lebenspunkte haben wir eigentlich? Du zum Beispiel. Hast. Wie viele Lebenspunkte? Wo steht das? Lebens. Ah, da. 31. 40. 41, 24, 15, 24, okay, sie sollte wohl eher hinten bleiben. Mhm. The road calls me. I'll
take the bait. Nein. Du machst mal das. Confide in me. Oh. Wir haben keine Dings, wir haben schon gezaubert alles. Machst mal das. Sollen wir sie wirklich angreifen? Nee. Nee, lassen wir das in Frieden. Müssen wir echt nicht jetzt machen. Können wir später noch immer machen. Die werden ja nicht wegrennen, hoffe ich. Oder? Ich nehme nicht an. Wir sind feig. Also für diejenigen, die es wissen wollen. Deswegen machen wir das. So, wir sind am Thornford Council. Wir wollen zum Oleg zurück. Das heißt, wir könnten da so gehen. Gibt es einen anderen Weg, den wir noch nicht gegangen sind, der vielleicht uns Zeug zeigt? I'm hungry. When we stop? Ja, okay, wir fangen ja eh schon an. Wir machen das allerdings jetzt anders. Was mit dir? Du kannst nicht kochen, kannst du kochen? Du kannst kochen. Ja. Mach mal das. Plus 10 auf Kochen, finde ich gut. Wie ist das? Also das? Nein. Also überhaupt irgendwas? Dolm. Regunga. So. Minus 13 auf Camp Camouflage. Finde ich gut. Okay. Okay, na, immerhin. Du unterstützt. Wozu haben wir dich eigentlich mitgenommen, Regunga? Sagst du mir das? Du kannst ja gar nichts. Watch where you're going in battle. If I say a monster is mine, then you find another one and don't steal my glory. I don't give a damn about glory. I just want the enemy dead and quick. And after that, you can just tell everyone you slaughtered them all by yourself. Finde ich gut. Mhm. Gehen wir so. Und nach Hause. Dum, dum, dum. In den Stützpunkt zurück. Wir haben den Taskgatter-Kopf. Wir sind also Helden. Ihr müsst uns feiern. With a delighted smile, Octavia inhales the smell coming from the Oleg's trading post. Fresh bread, I can't believe it. All this time that we sat in cages and crawled in the mud. There were places in the world where they were baking fresh bread. Oh. Okay, strange. And here we are, I bet they have clean sheets. And maybe we can even take a bath.
The girl can dream. Get some rest, you deserve it. To be honest, the food here is not very good. Don't relax just yet, we still have much to do. We'll just rest a bit and get back on the road. I know, but don't ruin it for me. The last time I slept in a palace like this was a year ago when Reg and I escaped from captivity. We got all the way to a hutch off Hakados, was auch immer das ist, small trade city in Numeria. Most crusaders pass it on their way from the inner sea to the world moon. Okay. Okay. It is so much for us. Echt jetzt? Is it all because you are kind, or maybe, the half-elf smiles flirtatiously, maybe it's because you've been charmed by my beauty. Ich brauche nur irgendwelche Kämpfer. Exactly, I would have never found a technique leaks encampment if your beauty hadn't beaconed me. Ugh. What are you asking? We're friends? Nah. I'm taking care of you because you're in my party now. We'll have to save each other in battle more than once. You're out of line. I took you into my party to fight, not to flirt. Das letzte klingt sehr, sehr nach mir. I'm joking, ha 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 ha. Don't take it too seriously. Okay. Alright, enough talk. Fresh bread and clean sheets await. Muss ich mit Rekunga auch noch reden? Nein, Gott sei Dank. Der wäre auch nicht besser als sie. Auf eine andere Art und Weise irritierend. Da, 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 da. Hey, Bocken. Hey, Oleg. Wir haben was für dich. We have a visitor, Jod Kafkan, a venerable priest of Erastil. Remind me, what is the problem? Tuskata is dead. You could mount his head on the wall as a trophy. Yay! 400 gold coins und ein Masterwork Longbow. Was machen wir damit? Keine Ahnung. Wieder gleich verkaufen. That's one heck of a beast. I'd love to have a trophy like that. But the deal is a deal. The head goes to the old Benson. And his bounty goes to you. Okay. Show me your wares, Oleg. Lass uns Zeug verkaufen. Was ist das? S-Talk plus 1. Keine Ahnung. Braucht das irgendjemand? Kann das irgendjemand tragen? Na. So. Weg mit all diesem Zeug. Brauchen wir alles nicht. So, wir haben hier teure Ringe und Ketten, die keiner braucht. Dieses Find Traps. Ich bin mir nicht sicher, aber das habe ich nie verwendet. Verkaufen wir das auch gleich. Diese Sachen behalten wir uns natürlich. Ich glaube, die oh ja, wieder sogar kaufen. Die behalten uns auch noch, sicherheitshalber. So, das sind jetzt diese komischen Bücher, die wir nicht brauchen. Die Artificial Flower brauchen wir auch nicht. Oder? Hoffe ich zumindest nicht. Quarz brauchen wir auch nicht. Das weg, das weg, das weg, das weg. Perle, brauchen wir das? Required this item. Weg, weg. Kartoffel brauchen wir vielleicht noch. Shining Shell.
Tschüss und tschüss und tschüss. So, was haben wir hier? Haben wir irgendwas Sinnvolles? Light Mace plus one. Haben wir einen Skimitar plus one für unseren neuen Freund? So, warte mal. Was hast denn du? Stock, was ist das? Ein Flail? Nicht jetzt. Warum habe ich den in der Hand? Rotes Stuff. Hast du irgendwelche Rüstung für ihn? Oder kann der überhaupt keine Rüstung tragen? Ich nehme Studded Leather? Sie kann das tragen, aber sie hat sowas eh schon. Ah, doch nicht. Es kostet nur 25. Das verkaufen wir. Lesser Reach Meta Magic Rod. Ein Skimitar plus 1. 2400, da müsste man noch was drauflegen jetzt. Walk Double X. Ich glaube, wir kriegen eh noch bessere Sachen, oder? Und das Geld brauchen wir echt für andere Sachen später noch. Ach, andererseits. 5 drauf. Diebesdeal. Na, warte mal, dann können wir das da gleich verkaufen. Okay. Du kriegst gleich das bessere Schwert. So, Pocken. Mit dir. Bla bla bla. Egal. Ich weiß schon wieder, wir müssen dorthin. Dort müssen wir so oder so hin, wo wir das kriegen. Svetlana. Nee. Brauchen wir auch nichts. Wir gehen einmal schlafen. Da können wir jetzt mit den Zweien reden. Sollen wir mit denen noch reden? Tell me about yourself. Doch. So viel Text. Wir werden das nicht lesen. Er hat eine schlechte Dings, schlechte Kindheit. Callistria ist seine Gottheit. Savored Sting, Unquenchable Fire, is the goddess of lust and revenge. Okay. Where did you get your magical powers? Okay. Okay. I guess they didn't care to bother. My father How do you manage to use both a sword and magic and not cut off your fingers? It's simple. I'm just that bloody good. Why should I care about their suffering? I do what I want. If I step blah 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 blah. Okay, ja. Ich mag einfach nur die Technik nicht. Ich jetzt. But why do you ask? Do my methods shock you? I for one enjoy the torments of others. Entweder neutral evil oder lawful neutral. Hm.
Ich glaube, er ist selbst Neutral Evil oder Chaotic Evil, keine Ahnung. Ja, das läuft gut trotzdem. Oh Gott. Ja. I was solved by my own tribe. When I was just a little brat. Why did your masters teach you magic? Can't you guess? Because magic is my blood. That's why they bought me. I wasn't raised as some lowly mob slave, but as a murder machine. I'd fetch quite a nice sum of gold. Favia kept pretending to be simple-minded, so they wouldn't expect anything of her. But I made every effort. Though they didn't teach me much. What is there to teach? It's not book magic, it's innate. They made me practice with my sword more. Okay. What else did you see beyond your life in chains? That's a fine city, big, loud, many merchants, things to see, things to steal, but I didn't have much chance to walk around. It's the very nest of the sodding Technic League. Focused more on getting out alive. Starfall. Yeah. We met some barbarians. I asked them who might know what tribe I'm from, but they didn't know anything. Don't have any tribal tattoos, nothing. Actually, they are all right. Well, some of them. Bloodgars, for one. They are great. All the rivers are theirs. Did you and Octavia try to escape? Yeah. Oftmals. Is they very legal in Lumeria? Sometimes yes, sometimes no. Some laws against it, but even in Starfall, a third of the people live in bondage. My Octavia and I don't have a relationship, we have a life together. Blah 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 blah. Call her yours, she doesn't seem to like that very much. Blah 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 blah. I am faithful to each other. Connected, yeah. Soweit ich weiß, kann man einen Dreier mit ihnen machen. Aber wir sind nicht daran interessiert, sagen wir mal so. Not you any longer go away. Ja. Den behalten uns schon. Also ein durchaus guter Kämpfer. Nein, die Octavia hebe ich mir für später auf. Das ist schlimm genug. Das sollte ich vielleicht machen, während ich nicht aufnehme. So interessant sind diese Backstories auch nicht. So, warte mal. Tristan und Jod Kafkan. How may I serve you? Der ist noch durchaus wichtig. I need the help of a cleric. Nee. I found the Temple of the Elk and killed the beasts there. Phrased, you finally returned, my good friend. Tristan told me how you helped him at the Temple of the Elk. Thank you for heeding my request. My heart is calm and filled with confidence that I follow the will of my God. I would like to reward your bravery. I possess no treasure, but please take this as a token of appreciation. Ja, das ist okay. Scrolls of Remove Blindness. As far as I know, your next target looks to be the Stag Lord himself.
With the Temple of the Elk cleansed of evil, the fog surrounding us should disperse to reveal the path to the brute's lair. Of course, magic so powerful is unlikely to disappear all at once. Bide your time. Follow up on other concerns while you wait. I will gladly aid you on your noble quest. Na super. Erastil himself foresaw our meeting. Mhm. I trust in their truth. These visions, they were the voice of Erastil himself. Ja. Before all this happened, I believed Erastil had turned his back to me. But now, I see clearly. He has shown me divine mercy, for he has led me to you and invited me to aid in a fellow priest's deliverance. Lady Sarenrae and Erastil walk the paths of the gods hand in hand. Tristan is undoubtedly still very young, and youth is a time of naivete and confusion. But I see kindness and strength of spirit in him, traits indispensable to a priest. I sense that all that's transpired thus far is only the beginning, and the future promises great things for Tristan and for you. This is why Erastil led you. Yeah, that's enough about this wish. For now. Okay. What exactly would you like to know? My story? Why not? You deserve to know it. I am a priest of Erastil. And Galt is my homeland. You can imagine what it's like following the teachings of the stag god in a realm torn by discord and strife. Rebellion and suspicion are the pillars of Galt. Led by Erastil, I tried to guide my flock to embrace tranquility and balance and guard them from hasty judgment until I fell from grace myself. Foolish. My misdeeds cast a shadow on my life and service. In search of redemption and a balm for my soul, I took to the road. I had come nearly to despair when Erastil sent me a vision of the Temple of the Elk. I knew that very moment that the... Well, if you truly wish to know... Ja, deswegen habe ich gefragt. ...I have to start from a long time back. Werewolves preyed upon the lands around my village. They murdered people for fun or sport and left the corpses to rot on the roads. One night, they broke into a young woman's house and dragged her into the streets. Tja, das machen wir wieder für nur mal. One evening, a traveler came to our tavern, tattered, dirty from days on the road, like so many other Roman Galt. He sat quietly in the corner of the tavern, drinking cheap ale, and in an instant, I knew he was a werewolf. I felt it in my soul. It was like Erastil himself had whispered it into my ear. Okay. Led by Providence, I left to gather my flock, and we surrounded the tavern. The retribution was swift. However, I was tragically mistaken. The young man was no werewolf. He was a bandit, sent to spy on the village by one of the local gangs. We only found out after, when we went through his things. Ja, und was war daran jetzt schlimm? You should have stayed your hand and discovered the truth before you acted. Indeed. I remind myself of this every day when I awaken, and again when I go to sleep. I, who admonished my fellow citizens for the chaos they spread and the transgressions they made, but then I myself, whatever the case, I knew Erastil was no longer pleased with me. It was terrifying. Imagine how my mind raced when here in the Stolen Lands, I heard the voice of the stag god once again. He gave me another chance at service to atone for my guilt. Now, some is a land of freedom. Where power belongs to the people, not to lords or kings. For others, it's a land of never-ending revolution, a realm surrendered to anarchy. For me, I found Galt, for me, is the place inhabited by the frightened and the desperate,
as you wish. Mhm. Okay, wir können das auch machen, während ihr nicht zuschaut vielleicht. Schau, wir können Sachen kaufen von ihm. Was hat denn der? Scrolls, Diamond Dust und Diamonds. Okay. Die könnten wir dann nehmen, ein paar. Für die... Achso, warte mal. Ja, gar nicht mit. Scroll of Death Ward. 700 Goldstücke. Servus. Okay, gut, soll sein. Gut, 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 gut. So. General. Was haben wir? Stone Land. Was muss man da machen? Wait until the fog clears away. Na gut. Das haben wir abgeschlossen. Das haben wir abgeschlossen. Das haben wir abgeschlossen. Moon Radishes. Na gut, das sollten wir finden. Prove your worth. Was ist das? Was? Das kommt jetzt schon? Wir wissen noch nicht aber, wo die großen Monster sind. Ach. So, das könnten wir aber machen. We lost the trail of Tatuchus Khan. Can't escape so easily. Sooner or later we'll meet him again. Or someone who can help us find him. And then he'll know the meaning of pursuit. Na gut. Vielleicht suchen wir mal den Tatucho, beziehungsweise... Ah, oh, da ist die Chaffel. Wartet's mal. Jetzt könnten wir auch die Chaffel steigen lassen. Und nochmal Inquisitor. Solo Tactics. All of the Inquisitor's allies are treated as if they possess the same teamwork feats as the Inquisitor for the purpose of determining. Oh! Das ist ja cool. Das ist aber wirklich cool. So. Sie macht das. Und das, weil die sind wichtig. Und noch Persuasion auch, was soll's. Beziehungsweise, was hältst du davon, wenn wir das nehmen? So, Weapon Focus. Was haben wir jetzt schon? Wir haben Toughness. Ein Weapon Focus. Oh, achso, warte mal, was macht ein Weapon Focus überhaupt? Ja, egal. Die Skyfe. Passt schon. Sie kämpft mit der Skyfe und aus. So, Allied Spellcaster, was können diese Teamwork Feats? None of the Companions have this feat. Ja, aber mit dem Solo Tactics ist uns das wurscht. You're skilled at piercing the protection of other creatures with your spells. Na, back to back. Your Allied's eyes are your own and yours are his. Flanked and adjacent to an ally with this feat, you receive a plan of coordinated defense. Ach nein. Precise strike, was kann das? Whenever you and an ally who also has this feat are flanking the same creature, you deal an additional 1d6 points of precision damage. Shake it off. Sh
Shield Wall. Nein, sie hat kein Shield. Shielded Caster. Precise Strike, wieso nicht? So, was nehmen wir für einen Spruch? Stunning Barrier through Strike, Protection from Alignment. Was kann Haze of Dreams? Fill an enemy's head with waking dreams, a reminder of the pleasures, delights and terrors to be found in the dream world. While in this strange dream state, target moves at was. At half its normal speed, multiple Haze of Dreams effects do not stack. Okay. Wir können natürlich Bless nehmen oder Course 4 klingt gut. Course 4 klingt super. Ich finde, Necromancy-Sprüche sind für sie genau das Richtige. So, na dann. Schauen wir mal, ob wir den Tatucho vielleicht finden. Machen wir das so oder nehmen wir sie mit statt ihm? So. Da, 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 da. Ich glaube, wir müssen da weiter in Richtung Süden, da zu diesem Baum. Dort sind nämlich diese Sachen und ich glaube, dort könnten wir auch den Dings finden. Den, wie heißt der? Gehen wir da mal runter. Nettles Crossing. Oh, gehen wir doch gerade rein. Ah, ich kann mich wieder erinnern, das war glaube ich der freundliche Untote, dem wir helfen sollen. Nachdem werden wir glaube ich Schluss machen für heute. Ich bin schon müde. So, warte mal. Oh, so. Ah, okay. Was steht da? 5 Coins to cross the river. Ich glaube, da geht's nicht mehr rüber. Es war vielleicht mal so, aber jetzt nicht mehr. No secrets can escape my prying gaze. Finde ich gut. Okay, Zeug, das finde ich gut. Potion of Resist Code. Small house burnt down a dozen years ago. Sonst nichts hier.
Hey, Zombie. The corpse's face is bloated from being so long in the water. The stench from its toothless mouth is so foul that your eyes begin to water. The hand clenching a sinister-looking spear is covered with scabs. Okay, greifen wir's an. Suddenly you feel faint, as if a cold, wet hand is placed heavy on top of your head. Wet hair sticks to skin and trickles of icy cold water run down your face and shirt. A hoarse whisper rises inside your head. There you are. I sense evil, but not evil committed by this poor soul, no. He arose on account of some evil done to him. Who are you? Davik Nettle. A storm of bright images flashes before your eyes. Long time ago, blah 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 blah. How did you die? You see a vision of a lovely spring day. Sunbeams shine warm against your cheeks. Three men approach the house by the bridge, one of them wearing an antlered helm. The Stag Lord. Angry faces. A quarrel, the glint of an unheathed sword. Suddenly the Stag Lord's greedy eyes are twisted by surprise. The master of the house has unleashed his hounds. Burning smell stirs you awake to the sound of loud barking. Flames are crawling up the walls. The sound of breaking glass, the bitter cold night air. You are outside the house, and something is wrong. An arrow strikes deep in your shoulder. You hear the guffaw of 10 throats. You run already in the middle of the bridge. The man in the antlered helm cuts one of the ropes. Okay. What do you want from me? You see a vision of a man wearing an antlered helm. You hear a muffled groan and the helm drops to the ground with a loud thud. Your hands are covered with hot blood. Too much blood. Death to the Stag Lord. Ja, das ist etwas, was wir sowieso machen wollen. Das ist lustig. Very well. I shall met your vengeance upon the... Can't you kill the Stag Lord yourself? Das würde mir auch nämlich helfen. You see the Stag Lord and his cutthroats trying to build a new bridge here, then running madly away from the rotting monster. The Stag Lord has avoided this place ever since. Ja, ja, klar, den wollen wir sowieso umbringen, also so gesehen ist es wurscht. Come later, take the spear. Okay. I would help him even if he wasn't going to pay. He has such a hard life. Well, a hard undeath. That must be even harder. Okay, passt. Wir haben einen neuen Auftrag. Okay, Herrschaften, an dieser Stelle machen wir Schluss für heute. Ich wünsche den Leuten, die mir auf YouTube zugeschaut haben, noch einen schönen Abend, schöne Nacht oder sonst was. Und sage Tschüss. Bye.